Servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 Landluft in unserem Story-Projekt. Mit dabei ist natürlich der Dave. Hallo. Und wie ihr seht, ich war jetzt die Nacht noch beim Dave und wir haben uns jetzt hier den nächsten Tag schon ein bisschen dran gesetzt, hier unsere Weinreben zu setzen. Da hat der Dave extra seine Setzmaschine mitgebracht, dass wir die Pfähle da schön reingekriegt haben, dass wir nicht so viel mit der Hand reinschlagen müssen. Das hat uns doch ein bisschen Erleichterung geschafft. Ja, das andere ist ja eigentlich auch nur noch so ein bisschen mal kurz reinstochern in die Erde und reinsetzen. Naja, klar. Und vor allem muss ich ja auch sagen, wir haben uns ja noch ein bisschen umentschieden. Weil ich ja doch nicht so viele Pflanzen hatte. Und Dave hat ja auch ein paar Reben vorsorglich gekauft. Weil er ja eigentlich was bei sich auf einem Feld anpflanzen wollte. Dann haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen das jetzt hier oben gemeinsam auf dem Hof. Und werden das Hälfte-Hälfte bewirtschaften, oder? Jo, würde ich auch so sagen. Ich sag mal, die ganze Rebengeschichte ist schon nicht gerade günstig und wir müssen noch ein bisschen was investieren. Also wir müssen auf jeden Fall nachher hier mulchen. Jo, das müssen wir auf jeden Fall noch machen, aber du hast ja gesagt, dass du einen Mulcher bei dir im Hof hast, oder? Ja, genau, ich habe doch da den Tigre, was weiß ich, 35. Mhm. Und da ist doch hinten noch der Mulcher dran. Das ist dann hier in der, wenn du hier runterfährst bei mir, vorbei in der ersten Holzhalle da unten Richtung Stadt. Ach, da wo ich das Futter schon mal geholt habe. Ja, die eins höher. Ah, okay. Also direkt an der Straße und nicht die hinten drinne. Ja, ja. Ja, gut. Servus. Ach, guten Tag, Florian. Wollt ihr mal schauen? Der Herr Meier ist da. Alles in Ordnung bei Ihnen, Herr Meier? Jawohl, ich wollte nur mal nachschauen, ob hier alles auch in Ordnung ist. Naja, wir haben ein bisschen geschafft heute. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber Herr Meier, wenn Sie schon mal da sind, ja. Haben Sie zufällig ein bisschen Zeit? Aber natürlich. Weil Sie haben ja doch den Container hochgebracht. Ja, das habe ich gemacht. Der müsste umgestellt werden. Das ist kein Problem. Und wenn sie da eh schon mit den Maschinen anrücken, wollte ich fragen, ob es möglich wäre, ob sie mir mein Güllefass, was ich unten habe, ja, und meine Presse zum Händler runterschaffen, weil mit dem habe ich schon telefoniert. Die sollten in den Verkauf gehen. Ja, das kann ich da mitnehmen. Wäre natürlich eine super Sache. Ja, da komme ich jetzt eben mit dem Tieflader dann hochgefahren. Mhm. Das nehme ich dann gleich alles mit. Ja, das wäre super. Das wäre echt gut. Aber Herr Meier, ich habe noch eine andere Frage. Ja? Haben Sie zufällig in letzter Zeit öfters mal ein schwarzes Auto hier rumfahren sehen? Öfters mal in der Stadt tatsächlich, ja. Öfters vor meinem Gebäude, vor der Polizei öfters mal gesehen. Auch mal vor der Feuerwehr herumgefahren. Aber ja auch irgendwie in den Wäldern oder auch da hinten in dem Wald, da hinten in dem Stück. Da hatte ich das auch schon mal gesehen gehabt, also auf dem Parkplatz. Ich schätze es mal dann auch ihr Parkplatz, den sie ja dann wahrscheinlich, wo man Parkgebühren oder so zahlen muss, da stand da auch schon öfters, aber ohne Parkgebühr, also ohne diesen Parkzettel. Okay, gut zu wissen. Sie wissen aber nicht zufällig, wer das ist? Nein. Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Ich bin halt mit der Kommandant von der Feuerwehr, macht da mein Zeug. Aber weil ich hatte auch schon mal einer von der Polizei in Zürich angesprochen gehabt, aber warum, weshalb, wieso, keine Ahnung. Ah, okay, bei mir ist der jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, wie der hier bei mir am Hof vorbeigefahren ist. Okay. Und da habe ich mal gedacht, ich frage Sie mal nach, weil Sie doch bei der Gemeinde sind, ob Sie da eventuell mehr wissen, aber wenn Sie da auch nicht viel mehr wissen, dann. Ich sehe halt nur, dass der öfters hier herumfährt. Der ist ja nicht nur bei dir unterwegs, warst. Ja, ja, also. Naja. Er ist hier irgendwie in der ganzen Gegend mal herum. Also eher so ein Tourist. Ja, so vom Ich weiß nicht, aber der fährt auch ganz oft gerne Steinbruch komplett hoch.
Aber hier, Florian. Ja. Schräg gegenüber von dem Gemeindegebäude. Ja. Da ist so ein Vorgarten. Ich bin da Ja. letztens mal vorbeigefahren. Da ist irgendwie der Zaun kaputt. Ja. Jetzt hätte da irgendwas mal drauf gelegen, was so fahrzeugmäßig ist. Ja. Nur schweres, sag ich jetzt einfach mal. Guck mal, vielleicht sprech mal die paar Leute an. Weil sieht ja auch ein bisschen blöd aus, wenn da keiner Bescheid weiß. Ich habe irgendwie gehört, dass irgendwie Auto oder irgendwas Schweres müsste da drauf gelegen haben, dass es so Ja. heruntergetrogen ist und dass es halt flach jetzt da ist, dass das Holz Ja. gebrochen ist. Ich muss halt mal, dann schaue ich mal danach und spreche mal mit der örtlichen Behörde hier nochmal. Ja. Auch noch mit der Polizei und alles. Aber man hat Ich nichts hab... mitgekriegt, was da genau vorgefallen ist, oder? Nein, leider nicht. Ich weiß, habe jetzt auch nicht. War jetzt die letzten Tage hier so im Wald unterwegs und habe halt ein bisschen Waldbestand angeschaut und halt ein paar und halt Feldwegbestände und Straßenbestände, ob die okay sind, ob da alles perfekt ist. Aber in letzter Zeit habe ich mich halt bei ja, mehr so in dem Bereich Steinbruch aufgehalten. Auch bei dem Tunnel und da war der ist der öfters mal durchgefahren. Aber auch mal auf dem Tunnel herumgefahren, was auch immer der da gesucht hat, diese schwarze Karre. Also eher Offroad unterwegs, oder wie? Ja, so auf Offroad gewesen, aber auch auf der Straße recht zügig unterwegs. Einmal geblitzt mit 230 in der 30er-Zone, also der fährt zügig herum. Da müssen sie Okay. echt aufpassen, dass der Kachenball knallt. Naja, dann hoffe ich mal, dass der, so wie er aufgetaucht ist, auch bald wieder verschwindet. Ja, also dann mache ich das mit dem Auftritt, muss es immer nur kurz zeigen, wo der Container hin muss. Ja, das zeige ich ihm mal schnell. Jo, ich mache mich auch. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen was an den Feldern machen. Okay, Dave, ich schaue dann nachher noch mal kurz bei dir vorbei wegen dem Mulcher. Ja, klar. Okay, Sagst du also, einfach Bescheid. danke dir erstmal. Jo, danke Bis auch. dann. Ciao. So, Maja, dann kommst du mal kurz mit. Aber der ist öfters hier schon angefahren, oder wie? Naja, der ist jetzt schon ein paar Mal hier bei mir am Hof vorbeigefahren. Okay. Auch nicht gerade langsam und ist auch für meine Gäste nicht immer so toll. Ist er auch auf ihren Hof gefahren? Also ich habe ihn jetzt mal einmal gesehen, wie er quer drüber ist, aber ich habe keine Ahnung, was der hier will oder was er überhaupt hier möchte. Okay. Weil ich bin dann zwar mal raus und wollte anhalten, aber er hat auch keine Anstalten gemacht, dass er stehen bleibt. Hätten Sie eine Personenbeschreibung? Ich kann Ihnen sagen, schwarzes Auto. Okay. Schwarzes Auto, Okay, dunkle ja. Scheiben, ja. Ja, dann ist es schwierig, okay. Mehr kann ich jetzt dazu nicht viel sagen. Ich kann Ihnen Ja. auch ehrlich gesagt das Nummernschild nicht mal sagen. Aber. Okay. Ja, der hat irgendwie kein Nummernschild. Aber Was ich. auch immer. So, darauf habe ich ehrlich gesagt auch nicht geachtet. Also, mir ist ja bloß mal aufgefallen, erstmal so im Augenwinkel, wo wir oben gearbeitet haben. Was fährt der da hoch und runter? Dann war er mal Ja. auf dem Hof, dann ist er wieder mal vorbeigefahren, aber immer schon nicht gerade langsam. Ja, der fährt recht zügig irgendwie. Aber wenn man mal wüsste, was der überhaupt will. Ja, das stellt sich mir auch die Frage tatsächlich. Habe auch schon mit der örtlichen Behörde in Zürich geredet gehabt, aber die wissen auch nicht, die können auch so ein Fahrzeug nicht zuordnen. Schwarzer Pickup, dicke Reifen hinten, können sie nicht zuordnen tatsächlich. Aber ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob ich jetzt da mal einen ITler anrufe, der mir hier mal meinen Hof ein bisschen mit Kameras ausstattet. Dass man hier mal ein bisschen Sicherheit hat, dass man wenigstens mal sieht, was hier abgeht. Ja. Auch wenn man mal nicht da ist, weil ich mache das ja auch nicht, dass, wenn ich nicht da zu Hause bin, mir irgendeiner über den Hof fährt. Weil da sind ja auch meine Tiere unterwegs, meine Hausgäste sind unterwegs. Ja, genau, Das das ist muss ja so. nicht sein. Ja. Ne, aber zum Container. Wäre gut, wenn man den hier einfach so in der Länge hier Zum hinter die Halle Gelände. stellt. Dass man einfach Also, die. ich gehe jetzt davon aus, dass ich ein Seitlicht dann nehme, dann fahre ich so hier ran und stelle ihn hier ab. Genau, und dann könnten sie dann eigentlich hier nach vorne Öffnung vorne, so ein okay. bisschen hier zur die Öffnung hier vorstehen, aber auch den Container ein Stück hier rausstehen lassen. Weil ich kann ja Also. die Türen, beziehungsweise ja, die Türen kann ich ja seitlich aufklappen. Und die möchte ich auch gerne komplett offen haben.
dass das halt nicht kollidiert mit meiner Halle. Weil Sie sehen, die kann ich ja bis hier rüber klappen. Dass man das Stück einfach nach vorne geht, dass er raussteht, dass ich die schön auf die Seite klappen kann. Also, dass man hier so circa, was ist das, 1 Meter, 1,10 Meter oder sowas in der Richtung, dass man davor steht. Ja, wenn er ein bisschen weiter raussteht, ist auch nicht so schlimm. Ja, Sodass das halt kriegt der man Weg hin. nicht blockiert wird und dass man Ja. schön an den Container kommt. Ja, das kriege ich hin. Wie ist denn das? Muss ich hier die Palette rausnehmen oder stört das nicht? Wenn man es mit Spanngurten festmachen kann, dann wird es nicht stören. Sonst nehme ich es einfach schnell raus. Bis sie da Ja. sind, kann ich das ja auch schnell rausziehen. Genau, dann machen Sie das. Dann fahre ich jetzt runter, hol den, pack den Radler auf den LKW und dann fahre ich mal hoch. Genau, soll ich die Maschinen auch gleich hier vorne hier auf den Platz ziehen oder? Das wäre gut, dann würde ich die mich dann aufladen. Okay, brauchen Sie auch was zum Aufladen? Dann lasse ich den Traktor nämlich auch mit vorne dran. Wäre sinnvoll. Ja, okay, Bei dann. der Radler, da hat keine Treibung. Ja, Oder okay. an sich so. Nö, dann richte ich das gleich mal her, dann passt es. Genau, dann hole ich den LKW. Okay, dann würde ich sagen, Herr Meier, bis gleich. Bis gleich. So, ziehen wir mal den Schubkarren hier noch raus. Kann ich eigentlich auch gleich hochschieben. Und dann nehmen wir gleich mal einen Traktor mit. Mist, ich muss ja meinem Händler auch noch eine Gabel bestellen, ey. Aber die lasse ich mir gleich an den Hof liefern. Das wird am sinnvollsten sein. So, dann stellen wir aber den Hänger hier gleich hier einfach rein. Traktor habe ich jetzt wieder oben stehen lassen. Meine Güte. Wäre ich ja gleich runtergefahren. Hätte ich mir jetzt wieder das Hochlaufen sparen können. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, das wird schon echt ein schöner Weinberg. Hügel. Aber ich denke, das ist eine schöne Seite. Bin gespannt, ob wir das anständig bewirtschaftet kriegen, dass wir da wirklich dieses Jahr vielleicht ein paar schöne Trauben runterkriegen. Ich bin mir echt am Überlegen, ich weiß es nicht, wie wir das mit dem Geld machen. Aber ihr seht ja selber, wir haben jetzt nur 46 Euro auf dem Konto. Wir haben noch die 20.000 im Safe, die was wir da bei den Rätseln gefunden haben, aber ich will das Geld eigentlich nicht anfassen, weil wenn dann doch mal irgendwas ist, dann bin ich dann selber, bringe ich mich wahrscheinlich selber noch in die Bredouille. Das muss ja nicht sein. Aber es ist schon verlockend. Weil wir brauchen doch ein bisschen was an Technik. Weil ich sage, klar, Dave hat jetzt auch den Mulcher, wo wir nutzen können. Wir kommen jetzt auch aktuell am Anfang mit dem kleinen Traktor gerade so zwischen die Reben. Weil ein neues Gerät dafür kaufen ist schon schwierig. Aber gut, ich sag mal, die Maschinen bringen uns jetzt ja auch noch mal ein bisschen Geld. Jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt müssten wir aber schauen. Aber mal, den hängen wir jetzt einfach mal schnell hier an. Und schieben den mal nach hinten. Müsste erstmal reichen. Dann hoffe ich, dass wir hier die Presse vorbeikriegen. Ist zwar ein bisschen knapp, aber sollte klappen. Bin echt gespannt. Der Händler hat zwar noch gesagt, er muss noch mal drüber gucken. Und dann macht er einen endgültigen Preisvorschlag. Aber wie gesagt, wir brauchen sie halt einfach nicht. Es wäre schwachsinnig, wenn wir jetzt echt das Geld hier einfach vergammeln lassen.
Vor allem, wenn wir ja wirklich neue Maschinen brauchen. Da müssen wir auch noch ein bisschen Grassamen streuen hier. Den stützen wir hier mal. Kann er das hier rausnehmen? Jetzt hoffe ich nur, dass ich mit der Gabel halbwegs vernünftig da rankomme, dass ich die Palette da rauskriege. Eingekriegt habe ich sie auch, also sollte ich es auch rauskriegen. Einfach mal so ein bisschen hier Reg rein auf Klemmung. Jo, das geht. Machen wir die Palette aber auch gleich nach oben. Jetzt habe ich den Dave nicht gefragt, ob der Silage ankauft. Ich muss ja auch ein bisschen zu Geld kommen und ich habe noch die Ballen da drin. Brauche ich ja aktuell nicht. Wir haben ja das Futter soweit. Jetzt mal da für die Tiere. Und da haben wir ja auch noch jede Menge Silage. Klemmt diese Palette da drauf, oder? Jetzt hat. Muss ein bisschen aufpassen hier. Warte mal, die Gabel können wir eigentlich hier gerade stehen lassen. Beziehungsweise, wie macht man denn das? Könnt oben den. Ne, wir lassen die Gabel dran. Wir holen oben den Hänger, machen die Bordwände runter. Dann laden wir den Rest ein bisschen auf. Jetzt muss ich doch hier unten durch. Ja, zum Glück hat man hier noch nichts aufgefüllt. Und dann fahren wir noch ein paar Ballen weg. Kann man ja mit dem Großen auch machen. So. Jetzt gerade hier vorne raus. Gut, die Betonkante, die ist jetzt hier auch egal. Wird ja eh neu anbetoniert. Dann lassen wir mal das Ganze. Wenn ich jetzt wüsste, wann der Herr Meier kommt, ob der schon auf dem Weg ist. Weil wenn nicht, könnten wir noch schnell hier Ballen verladen eventuell. Der wird schon Bescheid sagen, wenn er da ist. Weil sonst muss ja eigentlich nichts weg. Nö, sonst haben wir ja eigentlich alles auf dem Hof. Was wir brauchen, Futtermischer, der bleibt auf jeden Fall da. Der ist noch nicht alt. Der Miststreuer, den lassen wir mal da. Das bleibt auch noch alles da. Das Gewicht bleibt hier. Nö. Die Maschinen brauchen wir definitiv alle. So, dann fahren wir jetzt mal kurz hoch und holen den Hänger. Jetzt hoffe ich nur, dass da nichts davor steht. Oh. Jetzt kämpft er wieder. Aber er zieht gut durch. So ist nicht. Wie fahre ich denn am besten? Ich glaube, wir fahren einfach mal rückwärts hin.
Da könnten wir auch mal ein bisschen auffüllen hier oben. Na, warte mal, den Handkarren. Schieben wir mal ein Stückchen weiter rein. Den habe ich ja auch hier hochgepackt, dass wir Holz besser reinbringen. So, ziehen wir den mal raus, den Kollegen. Komm ich hin? Jawohl. Machen wir natürlich gleich wieder zu. Ich habe hier keine Lust, dass hier wieder irgendwas passiert oder wegkommt. Zack. Der Meier ist da, wie ich gerade sehe. Da ist er schon. Servus. So, Herr Meier, sind Sie schon wieder da? Aber natürlich. Wenn Sie gerade da sind, können Sie mal ganz kurz helfen, hier die Bordwände mit runternehmen. Ja, natürlich. Das ist super. Ich hole mal schnell hier das Werkzeug. Ah. So, dann legen wir die nämlich bloß hier schnell an die Seite. Einfach hier hin. Jawohl, Dankeschön. Bitteschön. Ich stoße jetzt schnell mit dem Hänger zurück und dann können Sie den Traktor kurz mitnehmen, wenn Sie wollen. Ja, ich würde jetzt erstmal mit dem Container anfangen. Oder so, ja, weil Dann können Sie hier noch gutes ja, Arbeit machen. dann werde ich noch schnell die Ballen laden. Genau, das können Sie machen. Okay, sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie soweit sind. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier rumkomme. Boah, das war eine knappe Nummer. So, dann lassen wir den nämlich jetzt gleich mal hier stehen. Jetzt fahren wir wahrscheinlich mit Herrn Bayer gleich wieder in der Fähre rum. Nö, doch nicht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir da unter die Ballen reinfahren, dass wir die nicht aufstechen, weil sonst haben wir ein Problem. Okay, das sieht gut aus. Da sind wir, glaube ich, gut unten reingekommen. Da könnte ich Herrn Meier eigentlich gleich mal fragen, ob der weiß, wo ich die Ballen gerade loswerde. Ja. Shit. Als nicht so glorreich. Da hätte ich vielleicht mein Gewicht organisieren sollen. Oh shit. Sollte man mal lieber lassen.
Der wird sich auch denken, was ist das für ein Kasper hier? Beruf hier die Ballen aufzuladen. Den habe ich jetzt angepiekst. Ich hoffe, dass wir ihn trotzdem verkaufen können. Oder ich muss halt doch wirklich beim Dave nachfragen. Ob man für die BGA nimmt, dann wäre es nämlich egal. Ich hier meinen Hänger noch kaputt mache. Jo, einmal mit Profis würde ich sagen. Meier, brauchen Sie den Traktor schon? Nein, nein, ich wollte nur was schnell fragen. Ja, klar. Müssen wir ganz kurz kommen. Was ist so vom Ausstehen her? Ja, das ist in Ordnung so. Gut, ich drücke den jetzt noch ein bisschen mehr ans Gebäude ran, aber keine Angst, ich zerstöre jetzt nicht viel. Ja, was heißt hier nicht viel? Am besten gar nichts. Unten so ganz kleine Abgriffspuren wahrscheinlich von der Gabel kommen, aber das ist nicht so. Also ja, gut, das ist egal, aber solange sie hier nicht die Seitenwand oder was eindrücken, ist alles gut. Hier sehen sie ja auch, ich bin auch so ganz, ganz vorsichtig hier reingefahren, hochgedrückt und habe das hier bis nach vorne gezogen. Sehen sie ja, da ist nichts. Ja, gut. Okay, ja, nee, das ist okay so. Und wenn, dann hätte ich es ihn schon ausgedellt und hätte es zurückgespeizt und wieder neu lackiert. Wissen aber schon, dass das ein neuer Container ist. Ja. Na, ja, dann ist gut. Garantiert drauf, theoretisch könnte ihn auch dann komplett liefern. Ah, nee, wenn sie vorsichtig sind, ich vertraue ihnen da. Aber wenn ich sie gerade da habe, ich habe mal eine Frage. Ich habe ja noch ein paar so Silageballen. Die Frage ist, wissen sie zufällig, wo man die momentan loswerden kann? Tatsächlich gerade nicht, nein. Da muss ich doch mal beim Viehhändler unten nachfragen oder beim Dave, ob der es für die BGA braucht. Ja. Aber dann würde ich trotzdem mal sagen, meine lieben Zuschauer, dann sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne auch bei Rick, VB Gaming vorbei oder auch gerne beim Florian. Vielleicht seht ihr da auch das ein oder andere Video. Wird auf jeden Fall... Wird auf Skin oder so. Ja, genau. Wird auf jeden Fall unten verlinkt. Bis dann. Ciao, ciao.